Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Video von Bodo baut Bahn. Wir sind hier noch auf der Platte Kummerland und wir sind hier im Osten, in Bad Ost. Und ihr seht gerade, wie der Kühlzug hier Nachschub bringt für den Kühlwagen, für das Kühlhaus. Aber ich möchte euch vielleicht zunächst erklären, warum ich fast ein Jahr EEP nicht mehr gestartet habe. Und zwar fing das Ganze an mit EEP 15, das ich vor etwa einem Jahr bekommen habe und habe das dann installiert und auch gestartet. Und die Platte sah aus wie jetzt. Nur wenn ich was bauen wollte, es war kein einziges Haus von diesen Häusern, die auf dieser Platte standen, mehr da. Es waren nur noch die neuen Sachen von EEP 15 da und die sahen mir sehr amerikanisch aus. Genauso war es mit den Dieselloks. Da gab es also keine Diesellok, die ich auf der Platte hatte mehr. Man hätte nur bauen können mit Kopieren. Und ansonsten war die Auswahl an Immobilien und Fahrzeugen sehr klein geworden. Das hat mich erstmal maßlos geärgert, dass ich gesagt habe, ich starte es nie wieder. Und dann habe ich freundlich, habe ich danach mich nochmal an den Support gewandt. Die haben mir dann wieder freundlicherweise relativ schnell eine Lösung gegeben. Aber der Spaß war nicht mehr da. Deshalb hatte ich dann EEP an sich erstmal für beendet erklärt. Ja, nun haben natürlich verschiedene gefragt, wann denn das nächste Video kommt. Und dann habe ich mal irgendwann vor einer Woche EEP wieder gestartet und ich hatte auch wieder Lust dran. Naja. Ich habe die alten Gebäude also wieder drin. Wie gesagt, da hat mir der Support geholfen. Das war also wieder sehr erfreulich und sehr erfolgreich. Und habe dann auch jetzt hin und wieder mal wieder was hinzugebaut. Die Platte, ich hatte erst überlegt, sie komplett zu löschen und eine neue anzufangen. Aber danach hatte ich überlegt, dass schon eine Menge drauf ist und das kann man ja nutzen. Da muss man ja nicht neu anfangen. So, das erste ist hier in Bad Ost, dass wir am Industriegebiet ein bisschen Rangierbetrieb eingebaut haben. Ihr seht gerade den Kühlzug, der die vollen Kühlwagen abholt und leere gebracht hat. Und dann wird gleich da hinten die kleine Lok, die wird dann fahren und wird in kleinen Paketen A4 Stück zum Kühlhaus fahren und die dort anbringen. Das werden wir uns einmal angucken. Und die LKWs fahren also auch alle schon. Das heißt, die haben hier eine Wartezeit von, weiß ich nicht, bis zu 10 Minuten. Und dann fahren die, wenn sie abgelaufen ist, los. Soweit, so gut. Dann haben wir hier noch das Tanklager hinzugebaut. Das Tanklager hat jetzt hier auch einen Zug gerade stehen. Und der Tankzug fährt dann zum Hauptbahnhof. Da gibt es ja auch noch diesen Güterbahnhof und wird dort dann in die Chemiefabrik rangiert. Das gleiche gilt für den Güterzug, den wir hier auf der anderen Seite von diesem Industriegebiet haben. Wenn der Kühlzug einmal durch ist, gucken wir uns das auch noch an. Da ist nämlich noch ein Frachtlager. Dieser Zug, der fährt einfach nur im Kreis, da habe ich noch gar nichts mitgemacht. Das ist die Geschichte, wo ich mal die Kräne für benutzen möchte. Aber das ist noch in weiter Ferne. Erstmal möchte ich den Güterbahnhof an der Hauptstadt da ja, in Betrieb nehmen. Oder in Betrieb genommen habe ich ihn, aber ist noch einfach viel dran zu tun. Hier, das läuft jetzt problemlos von selbst. Wenn jetzt der Kühlzug hier den Bahnhof verlassen hat, wird diese Lok losfahren und dann, wie gesagt, wird rangiert. Da ist der Moment. Die hat jetzt ein freies Gleis und dann kann die losfahren. So, also hier sind alle Rampen belegt, alle Tore werden befahren von LKWs. Und beim Frachtlager gibt es auch Fracht-LKWs, die auch dann die Tore dort befahren. So, und ich plane also vielleicht noch ein zweites Kühlhaus im Westen, dass der Kühlzug auch irgendwo ein Ziel hat. Im Augenblick fährt er auch nur im Kreis.
und dann wird es noch einen Kohlenzug geben für die Zeche. So, der holt sich jetzt, das sind 16 Stück, da holt er sich die ersten 4 und bringt die dann hier hinten rum ins Kühlhaus. Können wir aber gleich mal die Kamera lösen und uns das von der anderen Seite angucken. Der zieht die jetzt komplett vor, dass er nicht immer so weit reinfahren muss. Und dann sollte er mit den ersten 4 losfahren. Da ist der Bahnhof Bad Ostier, der für die Personenzüge. Der ist auch mittlerweile betriebsbereit. Oder in Betrieb, sagen wir es mal so. Nicht betriebsbereit, der wird auch betrieben. So, jetzt fährt er da rum. Ich nehme ihm mal eben die Kamera weg. Dann können wir uns das mal von der anderen Seite angucken hier. Immer etwas zurück, so. Die 4 sind nur fürs Bild hier. Da drüben kommt der Frachtzug, der praktisch hier auch verarbeitet wird. Der schiebt bei Bedarf, schiebt er den auf die andere Seite, wo dann auch mit einer kleinen Lok rangiert wird. Das können wir uns jetzt mal kurz angucken. Da drüben, das ist der, der bringt Achterpakete zum Frachtlager. Da stehen die LKWs, wenn sie reinkommen, bis sie ihre Rampe bekommen. Und der fährt praktisch hier rein. Und dann werden die Türen geöffnet. Wenn wir was öffnen können, dann öffnen wir das auch. Wir öffnen beide Seiten, dass ein bisschen Durchzug hat und Luft reinkommt. Da fehlt natürlich noch ein bisschen Ladegut auf den Rampen und andere Spielereien und der rangiert praktisch nach da. Und hier kommt praktisch auch der Kühlzug an, bevor er dann darüber geschoben wird zum Kühlhaus. Ähnlich wie mit dem Frachtzug, der drüben ankommt und dann hier rüber geschoben wird. Und dann gucken wir uns das ganze Spiel nochmal an. Am besten Güterbahnhof von Osten, dann sieht man nochmal den kompletten Güterbahnhof von Ost nach West. Ist natürlich noch viel zu tun an der Anlage, weil vieles noch unbebaut ist. Aber ich habe erstmal hier angefangen und das nächste Video wird dann der Hauptgüterbahnhof sein. Da wollen wir eben gucken. So, das wird der sein.
Ihr seht, da fährt auch schon eine Frachtlok hier ins Lager, aber das komme ich nochmal gesondert zu. Was ich hier an sich noch zeigen wollte, war die Ausbeute an Häusern von EEP 15. Also nichts, was auf dieser Platte steht, konnte gebaut werden. Das war alles verschwunden und dafür gab es dann praktisch diese amerikanischen Hochhäuser, die amerikanischen Loks. Also ich habe gedacht, ich habe eine Amerika-Version. Und das hat mich dann ein bisschen gewurmt, muss ich sagen. So, jetzt gehen wir noch mal eben auf die Mehrfamilienhäuser. Die habe ich in Moment, Bad Ostgüterbahnhof vom Westen. Das heißt, es gab auch Mehrfamilienhäuser noch dabei. Das waren die beiden, die da stehen. Da gehen wir noch mal näher hin. Aber das war die gesamte Ausbeute. Diese ganzen Tanks und die Sodafabrik, das war alles verschwunden. Gab nur noch dieses hier. Und das hat mich doch dann stark genervt. So, das ist hier so ein Eckhaus von dem EP15 und das ist ein Mehrfamilienhaus. Aber das ist die ganze Ausbeute, viel mehr war da nicht. Und ist klar, dass man sich dann so ein bisschen wundert. Ja, ich würde sagen, das sind so die ersten Neuigkeiten, die es gibt nach der Zeit. Und jetzt denke ich mal, dass ich wieder weiterbaue. Ich habe jetzt auch die Werbung bekommen für EP16. Aber da war an sich nicht gesagt, dass da was Neues drin ist. Also ich weiß noch nicht, ob ich auf EEP 16 umstellen werde. Ich werde jetzt hier erstmal Kummerland weiterbauen mit EEP 15. So, wir können jetzt nochmal gleich die Runde machen mit dem... Mal gucken, da ist er. Mit dem hier. Der fährt auf dem Gütergleis und da fahren wir jetzt eine Runde mit. Kommt jetzt hier am Güterbahnhof an, dann kann man sich noch mal ein bisschen umgucken und danach werde ich dieses Video erstmal beenden und wie gesagt, das nächste Video wird der Hauptgüterbahnhof in Kummerstadt sein. Bis dahin hoffe ich, dass ihr beim Zusehen Spaß habt und beim nächsten Video wieder einschaltet. Und jetzt rauche ich mal eine.